Hi Leute, ich bin's wieder, MiningTube, und willkommen zu dem allerersten Minecraft-Snapshot in 2015. Die haben jetzt sehr lange an diesem Snapshot gearbeitet, oder zumindest an diesem neuen Update namens Minecraft 1.10. Und ja, es wird das Liebe- und Umarmungen-Update, so viel ist sicher. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Und hier steht auch schon Minecraft, Minecraft is love, Minecraft is life. True story, bro. So, und irgendwie ist alles ein bisschen strange in diesem Update. Also, es gibt hier nicht irgendwie Singleplayer, sondern man muss hier jetzt auf Play Demo World klicken. Dann steht hier, there can only be one. Das heißt, man kann nur eine Welt erstellen. Und dann kann ich in den Survival und Creative Modus und sonst nichts. Also gehen wir mal in Survival. Hier kann man, ja, die normalen Biom-Typen noch auswählen. Das geht alles noch. Den Namen kann man nicht bestimmen, das ist schon mal komisch. Aber jetzt starten wir mal hier. Gucken wir mal. Und, wow, da sehen wir schon was Neues. Und zwar habe ich nur ein Herz. Das ist sehr komisch. Keine Hungerbar. Das Herz ist in der Mitte. Okay, wenn ich jetzt hier mal... Hä? What the fuck? Okay. Ich kann nicht irgendwie Monster töten. Das ist komisch. Na gut. Also ich kann keine Monster töten. Und außerdem füllt sich auch mein... Also ich bekomme Herzen dazu, wenn ich wenn ich da links klicke auf die Monster. Das ist auch... Das ist mir echt neu. Und irgendwie sieht alles anders aus. Seht ihr, wie hell das alles ist? Das ist doch irgendwie komisch. Irgendwie sieht das ganze Spiel anders aus. Aber mir gefällt's. Also hier unser Wasser sieht ja auch ziemlich komisch aus. Überall Herzen. Und ich verliere kein Leben. Was ist denn los? Aber es ist ja auch das Liebe- und Umarmungen-Update, ne? Also man wird wohl nicht sterben können. Also ich bekomme Herzen dazu, wenn ich Leben verliere. Oder wenn ich Leben verlieren sollte. Okay, das ist cool. Oh, okay. Irgendwas stimmt hier gar nicht mehr. So, hier ist ein Haufen Monster. Hä? Was ist denn los? Hallo? Na gut. Jawohl, ist nicht anders. Hä? Ich kann wirklich nur Liebe verteilen mit diesen Pfeilen und mit all meinen Werkzeugen. Was? Was ist eigentlich los? Ich kann die Schaufel einfach so mit meiner Hand scheren. Bin ich jetzt Chuck Norris oder was? So, jetzt aber. Hä? Hä? Wieso? Was geht denn jetzt ab? Wieso fliege ich denn plötzlich so hoch? Hä? Was ist das? Na gut. Jetzt spawn ich immer Creeper. Passt auf. Hä? Die lachen? Was? Creeper verteilen Rosen? What the fuck? Was machen die Skelette dann? Also ich habe schon so viel Leben. Komm, halt mich. Halt mich, ihr scheiß Schleime. Alter. Was machen Zombies? Na komm, greift mich an. Schieß auf mich. Alter. Der Hammer. Komm. Lachende Creeper, sowas hat man auch noch nicht alle Tage. Alter. Das Leben, ne? Jetzt habe ich hier schon über 20 Herzen wahrscheinlich. Huh. Yeah. Oh yeah, man. Hammergeil. Jetzt habe ich ja noch ein Obsidianboot gefunden. Was kann das wohl? Oh. Es geht runter. Das ist ja super. Weil Obsidian ist ja schwer. Und deswegen kann es nicht schwimmen. Ja, das ist klar, ne? Und kann man aber wenigstens am Boden schwimmen? Sehr langsam. Naja, wenigstens gibt es jetzt einen Obsidianboden, ne? Also was ich ja super finde, ist, dass Skelette jetzt auch was für die Umwelt tun. Und zwar droppen sie einfach überall Knochenmehl. Dann außerdem haben sie jetzt den Regen auch entfernt, weil es viele Leute gibt, die dadurch Depressionen bekommen. Und es spawnt jetzt, oder es fliegt in der Nacht jetzt überall einfach irgendwie Schnee vom Himmel. Und es gibt da die Chance, dass da drunter unter dem Schnee
eine seltene Truhe, also eine Truhe mit guten Sachen drin ist. Also macht ihr mal auf die Suche, ne? Das ist jetzt auch noch irgendwie komisch, und zwar haben alle Banner von Anfang an, wenn sie craftet, ein Herz in der Mitte. Und der Wizard ist pink. Heilige Scheiße. Und hat ein schönes Gesicht. Oder drei schöne Gesichter. Also wenn das nicht nice ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Und er verteilt Liebe, das ist ja super. An die schönen Mitmenschen hier, an die Creeper. Sehr viel Liebe überall. Ach man, wenn man da drin ist, in dem Liebefeld, dann geht's ab, Freunde. Braucht man nur noch eine schöne Freundin und dann kann man Spaß haben. Was wohl TNT bei diesem Update macht? Okay, eine Liebebombe. Oh, scheiße. Das sieht lustig aus. Man sieht einfach nur gar nichts. Und es lässt nicht mal die TNTs daneben explodieren. Okay, das ist ja echt lame. Okay, wieder was rausgefunden. Man braucht keine Pfeile mehr zum Bogenschießen. Und wenn man jetzt mit dem Bogen zum Beispiel eine Kuh abschießt und eine andere Kuh. Zack, passt auf. Die werden gleich Liebe machen. Haha. So geil. Hammermäßig. Also wenn ich einen Babyhasen und einen Erwachsenen. Okay, es geht nicht so. Rennt, geht zusammen. Macht Liebe. Meine Lieben. Oh, ein Tempel. Gucken wir uns die mal an. Okay, sind Löcher drin. Die waren noch nicht drin. Oh, eine Leiter auch. Na, schön. Eine komische Leiter hier. Die schwebt ja da einfach rum. Okay. Okay, okay. Und hier ist bloß Wasser. Na, klar. Top. Wenn man einen Creeper spawnt, dann bekommt man ein neues Herz dazu. Und wenn man hier so 8 Reihen von so Herzen hat, oder ich glaube es waren 8 oder 9, dann schaltet man dieses Minesweeper oder Minecreeper oder was auch immer spielfrei. Das Minesweeper halt, kennt ihr ja. Und das ist halt Minecraft, Minecraft-Version. Und dann kann man hier Minesweeper spielen. Das ist ziemlich geil, wie ich finde. Und zack. Ja, läuft bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man gewinnen würde. Aber ihr könnt es mal ausprobieren, ne? Einfach ganz viele Creeper spawnen. Am besten eine Redstone-Clock bauen. Dann da einen Spender daneben. Ganz viele Creeper rein. Ganzen Spender voll mit Creeper. Und dann habt ihr, stellt ihr euch neben die Creeper. Und die geben euch dann ganz viel Liebe. Und dann schaltet ihr das Spiel frei. Also macht echt Spaß. Und wenn ihr es geschafft habt, dann schreibt ihr mir mal, was passiert. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Spiel wieder wegbekomme. Also mit S geht's nicht mehr. Ah gut, ich bekomme schon weg irgendwie. Warte, Gast, ich komme. Ich will mit dir auf Reisen gehen. So. Man kann nämlich jetzt mit einem einfachen Rechtsklick auf einen Gast reiten. Und man kann sich auch dabei das Genick brechen. Und zwar seinen Kopf kann man auch um 180 Grad drehen. What the fuck? Auf jeden Fall ist es sehr spannend. Diese Reisen auf dem Gast. Ja, kostenlos und macht Spaß. Kann ich nur empfehlen. Jetzt zieht euch das mal rein. Ja, es sieht gerade ein bisschen komisch aus bei mir. Ihr müsst einfach nur bei Pferden so Rechtsklick drauf machen. Und voilà. Passt auf, was gleich hier alles auf meinen Kopf rumschwirrt. Alter Scheiße, Mann. Das geht ja hier alles. Außer die kleinen Babypferde. So, zwei noch. Jetzt haben wir das volle Paket, Freunde. Zieht euch das rein und mit dazu oder reite ich jetzt noch auf einem Gast. So, und ich würde sagen, das ist der Abschluss von diesem Video. Wenn es gefallen hat, wäre eine positive Bewertung echt nett. Und jetzt kämpfen wir gegen den. Komm, schieß, Gast. Bam. Es wäre geil, wenn man da jetzt noch Feuerbälle schießen könnte. Na gut, das ist dann das nächste Level. Das ist dann das nächste Update. Denn das war eigentlich ein Witz, das Video. Falls ihr es nicht wusstet oder falls ihr es nicht mitbekommen habt, das ist nämlich heute April. 1. April. Also, ne, heute werden die Scherz um die Ohren gehauen. Und ja, ist vielleicht ein bisschen schade, dass ich es jetzt aufgelöst habe, aber vielleicht war es trotzdem recht spannend. Ja gut. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mal gucken, ob das nächste Update auch wieder so geil wird. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.